Es dauert nicht mehr lang, dann dürfen in ganz Schleswig-Holstein mehr als 2 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Landtagswahl am 7. Mai und dabei sind dann auch erstmals mehr als 57.000 16- und 17-Jährige, die bei dieser Wahl, hier gilt Wahlalter 16, zum ersten Mal ihr Kreuz setzen können. Besonders den jungen Wählerinnen und Wählern geben wir die Gelegenheit, sich mit den entscheidenden Themen des Wahlkampfes zu befassen und auch die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker kennenzulernen. Sie sind alle hier im Studio, alle Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, von den Grünen, der FDP, der Piratenpartei und vom SSW. 6 Debatten gibt es insgesamt. Dabei geht es um den Landeshaushalt, um direkte Demokratie, innere Sicherheit, das Schulsystem und eine Kommunalreform. Heute das große Finale, die 6. Sendung mit dem Thema Flüchtlingspolitik. Mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten debattieren ehemalige Landessiegerinnen und Landessieger von Jugend debattiert. Alles Schülerinnen und Schüler und Studierende, die am 7. Mai zur Wahl gehen werden. Ihre Aufgabe ist es, die Ideen und Vorschläge der Spitzenpolitiker inhaltlich zu hinterfragen und zu überprüfen. Dabei debattieren sie zwar immer kontra, das ist aber gar nicht unbedingt ihre eigene Meinung. Das ist quasi ein Service für all diejenigen, die sich inhaltlich noch mal ein bisschen mit den relevanten Themen des Wahlkampfes auseinandersetzen wollen. Eine Debatte dauert dabei 12 Minuten, am Anfang 2 Minuten Eingangsplädoyer, danach 6 Minuten freie Aussprache und am Ende ein einminütiges Schlusswort. Die Politikerinnen und Politiker, die stehen hier rechts, haben das erste Wort. Sie machen ja einen Vorschlag. Und damit das mit den Redezeiten klappt, gibt es ein Glockensignal 10 Sekunden vor dem Ende eines jeden Redebeitrages. Hier im Studio stimmen wir danach darüber ab. Das Studiopublikum kann also schon mal wählen, wie es nämlich zu dem Thema steht, was hier diskutiert wurde. Im Anschluss gibt es noch eine Fragerunde, also die Möglichkeit, bei den Politikerinnen und Politikern mal ein bisschen nachzuhaken. Damit können wir starten. 5 Sendungen sind fertig und liegen in der Mediathek des offenen Kanals. Das heute das große Finale, die 6. Sendung. Herzlich willkommen bei Jugend debattiert mit Spitzenpolitik zur Landtagswahl 2017. Als Regierungschef in Kiel hat man einen starken Blick vom Büro in der Staatskanzlei auf die Schiffe auf der Förde. Der Amtsinhaber leitet seit 2012 von dort aus die Geschicke des Landes und will damit gerne weitermachen. Thorsten Albig tritt an für seine Partei, die SPD. Herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident. Mit dem Ministerpräsidenten debattiert heute eine junge Frau. Sie ist 18 Jahre alt, kommt aus Bargteheide. Herzlich willkommen, Antonia May. Das Thema hat der Ministerpräsident gewählt und die Debatte, die beginnt auch dann, Herr Albig, mit Ihrem ersten Wort. Die Streitfrage lautet: Soll Schleswig-Holstein sich auf Bundesebene für einen allgemeinen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan einsetzen? Was ihr dem Geringsten von euch getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr dem Geringsten von euch nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das steht im Matthäus-Evangelium, also gar nicht so intensiv im Parteiprogramm einer SPD oder im Regierungsprogramm. Aber es sollte, glaube ich, sehr prägend sein für die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Wenn Menschen in Not zu uns kommen, wenn Menschen, die aus ihrer Welt, weil sie zerbombt wird, weil sie in Schutt und Asche liegt, nichts anderes suchen als Hilfe, als Perspektive, als Zuversicht. In den letzten beiden Jahren sind im Jahr 2015 rund 860.000, im letzten Jahr 250.000 Menschen aus der ganzen Welt zu uns gekommen. Davon aktuell vielleicht so 15% Menschen auch aus Afghanistan, aus einem Land, das im Krieg liegt, ein Land, das von Anschlägen erschüttert und auseinandergerissen wird, wo die Stämme gegeneinander stehen und wo, jedenfalls nach Aussage des UNHCR, also des Hohen Kommissars für Flüchtlinge, nach Aussage des Roten Kreuzes, der Kirchen, es keinen Frieden gibt. Viele von denen sind bei uns in Schleswig-Holstein. Und die stehen jetzt vor der Frage, was passiert eigentlich mit ihnen? Die Bundesregierung sagt, da muss es irgendwo sichere Regionen geben in diesem Afghanistan. Wir wissen auch nicht genau wo, aber es ist für uns wichtig, dass wir seit Dezember ungefähr 100 in Airbussen zurückführen. Ich sage, alle von denen, die bei uns sind, wollen sicherlich gerne irgendwann wieder nach Hause, so wie wir es auch wollten.
aber in ein friedliches Afghanistan. Dieses Afghanistan, das wir jetzt sehen, ist eins, wo im letzten Jahr 3.500 Kinder verletzt oder gestorben sind, wo wir ganz viele Anschläge erleben, wo nichts friedlich ist, nicht mal im Kabul, wo zum Beispiel unsere Bundeswehrsoldaten sind. In dieses Afghanistan zurückzuschicken, ist zynisch und ist verlogen, weil es ein Widerspruch nicht nur zu dem ist, was im Matthäus-Evangelium ist, sondern zu dem, was ein Land wie unseres leisten können muss. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir in dieser Zeit, bis es in Afghanistan sicher ist, einen Abschiebestopp, nicht nur 3 Monate, wie ich es machen kann, sondern einen allgemeinen Abschiebestopp durch die Bundesregierung erlassen, damit wir abwarten können, bis die Heimat wieder eine Heimat sein kann, in der man noch leben kann. Herr Albig, Sie sprachen jetzt von vielen humanitären Gründen und Begründungen, Mosellen. Ich möchte Sie allerdings erstmal etwas zu Ihrer Maßnahme an sich fragen. Wen betrifft denn dieser Abschiebestopp? Sprechen wir hier allgemein von allen afghanischen Flüchtlingen, die sich in Deutschland befinden, oder nur von bestimmten Personengruppen, die bleiben dürfen? Außerdem möchte ich Sie fragen, wie lange soll dieser denn gehen? Sie haben schon angesprochen, nach § 60a können wir bisher dieses Moratorium nur bis zum Mai da behalten. Wie lange geht denn dieser allgemeine Stopp? Zusätzlich ist mir noch nicht ganz klar geworden, wieso wir hier denn speziell nur über Afghanistan reden. Es gibt ja noch auch viele andere Länder in der Welt, in denen es anders aussieht als hier in Deutschland. Und der Nutzen ist mir noch nicht ganz klar geworden von Ihrer Maßnahme, dass Schleswig-Holstein sich auf Bundesebene einsetzen soll. In der Ministerpräsidentenkonferenz haben Sie momentan mit Ihrem Vorschlag eher keine Mehrheit. Und selbst wenn die SPD-regierten Bundesländer eine Mehrheit darstellen würden, schieben selbst Ihre Kollegen wie Olaf Scholz aus Hamburg oder Dietmar Woidke aus Brandenburg auch Flüchtlinge wieder nach Afghanistan ab. Ich denke eher, dass eine individuelle Prüfung, wie wir sie jetzt momentan schon haben, das bessere Mittel ist, um diese Menschen zurückzuführen oder ihnen hier Asyl zu gewähren. Wieso? Weil unsere Asylrechte auf Menschenrechten sich basieren. Weil mit der Genfer Flüchtlingskonvention wir ein System haben, bei dem bei jedem einzelnen Flüchtling geprüft wird, wie es um ihn steht und damit wir die Notwendigsten, die es am notwendigsten haben, hier bei uns in Deutschland behalten können, ihnen Schutz gewähren können. Und ich denke, dass gerade dieses Prinzip ein sehr wichtiges ist, dass wir dieses beibehalten, dass jeder individuell geprüft wird, dass bei jedem individuell entschieden wird, dass bessere bzw. das treffendere System ist als ein pauschaler Abschiebestopp. Ich sehe, wir haben im Detail keinen Widerspruch. Wir beide sind dafür, dass wir nicht abschieben. Das freut mich. Warum alle Afghanen? Weil es in ganz Afghanistan unfriedlich ist. Und jede Einzelverprüfung führt am Ende dazu, dass du in ein unfriedliches Land kommst. Und was hat ein junger Mann aus Afghanistan davon, dass er nicht in ein unfriedliches Land kommt? Nehmen Sie den jungen Mann, den Bayern gerade abgeschoben hat, der, als er kaum in Kabul war, in ein Selbstmordattentat lief, 26 Tote, er schwer verletzt. Was haben wir davon als Staat, wenn wir nicht in jedem Fall einzeln prüfen, dass wir viel, viel Arbeit, die fast immer zum Ergebnis kommen muss, weil es eben unsicher ist in Afghanistan, das sagen uns alle Beteiligten, dass wir bis zu dem Moment, wo es in Afghanistan sicher ist, eben sagen, ja, wir machen einen allgemeinen Abschiebestopp. Und wir überprüfen mit den Kirchen, mit dem UNHCR, mit allen NGOs, die da sind, immer wieder regelmäßig Afghanistan. Noch einmal, wenn ich aus Kabul komme, dann ist mein Lebensziel nicht in Nibül alt zu werden, sondern mein Lebensziel ist es, in Kabul oder in den anderen Regionen von Afghanistan dazu beizutragen, dass es dem Land wieder gut geht. Aber ich kann nicht helfen, wenn ich dort in Bomben laufe und in Splitterschutzwesten leben muss. Das ist ein Gebot nicht nur der Humanität, auch der Vernunft. Die Zeit hier zu nutzen, die jungen Menschen auszubilden und dann in 2, 3, hoffentlich bald erlebbaren Jahren sie zurückzuschicken und sagen, jetzt könnt ihr dort in einem friedlichen Afghanistan etwas tun. Also die Einzelfallprüfung, die ich machen müsste nach meinem Ende des meinen 3 Monaten, ist viel zu aufwendig und wird immer zum selben Ergebnis. Sie haben mir momentan immer noch nicht ganz genau beantwortet, wie lange das denn soll. Wer prüft denn? Warten wir, bis der UNHCR sagt, okay, in 3 Jahren ist es sicher oder in 10 Jahren sicher oder in 20 Jahren ist es sicher? Das ist ja eine Situation, die wir von hier nicht wirklich beeinflussen können. Sie haben recht, es gibt verschiedene Bewertungen zur Sicherheit. Zum Beispiel das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge kommt zu einer anderen Bewertung der Sicherheitslage. Ich frage mich allerdings, wir haben Asylrichter, wir haben Richter für Asylverfahren, die jedes Asylverfahren individuell
bewerten und anschauen. Wenn Sie diesen Richter momentan jetzt kein Vertrauen mehr schenken, weil Sie den Abschätzungen des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums Migration und Flüchtlinge kein Vertrauen mehr schenken, zweifeln wir dann nicht an sich jedes Asylverfahren an? Zweifeln wir dann nicht an sich jedes Verfahren an, dass wir für jedes Land einen solchen Abschiebestopp machen müssten? Nein, gar nicht. Ich zweifle überhaupt gar nichts an, was in den Verfahren läuft. Ich zweifle an, dass die Grundlage, auf der entschieden wird, falsch ist. Wenn Sie sagen, der UNHCR sagt nicht sicher, das Rote Kreuz sagt nicht sicher, übrigens nachdem gerade 6 ihrer Mitarbeiter getötet wurden, alle christlichen Kirchen sagen nicht sicher. Und ich habe ein Dokument aus dem letzten Herbst des Auswärtigen Amtes, das ohne belegen zu können, welche Regionen sind denn sicher, Arbeitsgrundlage für unsere Richter sind. Die müssen so entscheiden, das kritisiere ich gar nicht. Die Arbeitsgrundlage ist falsch. Geben wir den Richtern die UNHCR-Arbeitsgrundlage, entscheiden sie sofort anders, übernimmt das Auswärtige Amt die Position des Roten Kreuzes oder der christlichen Kirchen, entscheiden die sofort anders. Es ist ein Ärgernis, dass eine Bundesregierung sich weigert, diese ja nicht sozialistisch verfehlten oder verbrämten Meinungen, sondern aus der Weltgemeinschaft zu nehmen und sagen, ja, Afghanistan ist erkennbar nicht sicher. Und wie lange warten wir, bis es sicher ist? Hält Deutschland es nicht aus, wenige tausend Menschen bei einem 80-Millionen-Volk im reichsten Moment unserer Geschichte bei sich zu beheimaten und zu beherbergen? Gehen wir in die Knie, wenn wir nicht einmal im Monat 40 Leute zurückschicken? In jedem dieser Sammelabschiebungen befinden sich 40 meist junge Männer. Was für eine Debatte ist das, die so tut, als würde daran das Glück eines Staates mit 80 Millionen Bürgern hängen? Ich sage nochmal, das ist zynisch, es ist zutiefst verlogen und es suggeriert gegenüber den Rechten, wir würden irgendwas tun. Tatsächlich spielen wir Weltenrichter auf dem Rücken von 40 Menschen im Monat. Die bei uns zu halten und in die Berufsschulen zu schicken, ist sicherlich das Bessere. Dann frage ich Sie an dieser Stelle, wieso sprechen wir dann nur über Afghanistan? Sie selbst haben sich beim Bundesrat dafür ausgesprochen, dass die Maghreb-Staaten beispielsweise nicht als sichere Drittländer, Herkunftsländer anerkannt werden sollten. Ich sehe das genauso, ich stimme Ihnen dazu 100% zu. Aber ist es wirklich die Methode, pauschal zu sagen, dieses eine Land ist sicher, da können wir abschieben, oder das eine Land ist komplett gar nicht sicher, da können wir gar nicht abschieben? Ich denke eher, wir müssten flexiblere Lösungen treffen. Wir müssen flexiblere Regionen bestimmen. In Afghanistan, nach Afghanistan kehrten beispielsweise im Jahr 2016 3000 Menschen aus Deutschland zurück, 3000 afghanische Flüchtlinge nach Afghanistan zurück. Aus Pakistan waren es insgesamt 6 Millionen, die letztes Jahr zurückkehrten. Ist es dann nicht sinnvoller, flexible Regionen zu bestimmen, anstatt zu sagen, gut, wir schicken so und so viele dahin zurück, so und so viele dahin zurück und entgehen sozusagen der individuellen Einzelprüfung, wenn wir die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer bestimmen? Nochmal, Afghanistan ist unsicher. Und nicht im Sinne von sicherer Herkunftsstaat, sondern es ist ein Land, in dem Krieg herrscht. Ein Land, in dem Terror herrscht. Ein Land, in dem ich Gefahr laufe, permanent eine Bombe reinzulaufen. Und ich komme in jeder Einzelprüfung immer zu demselben Ergebnis. Ich komme nicht zum Ergebnis, oh, ich finde da irgendwo ein Urlaubsgebiet. Ich habe in den Maghreb-Staaten eine komplett andere Debatte. Schon weil ich kaum Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten habe. Aber eine Diskussion, die was mit staatlicher Willkür zu tun hat, mit der Verfolgung meines Glaubens oder meiner geschlechtlichen Ausprägung. Das kann ich in einer Einzelfallprüfung genau feststellen. Im Afghanistan stelle ich fest, für jede einzelne Frau, für jeden einzelnen Mann, ob jung oder alt, gilt immer dasselbe. Afghanistan ist ein Land, in dem der Tod auf dich wartet. Und das kann ich sinnvollerweise in einer allgemeinen Regelung festlegen. Ich mache es genau, wie Sie fordern, nämlich abgestuft. Wir haben bei den Maghreb-Staaten ein abgestuftes Verfahren, wo ich mir Einzelfälle anschaue. Und ich sollte klugerweise bei Afghanistan, wie es eigentlich die gesamte Zivilgesellschaft bis auf den rechten Rand fordert, sagen, nein, im Augenblick halten wir es auch als Deutschland aus, dass wir allen jungen Afghanen sagen, ihr habt bei uns eine Heimat, bis ihr nach Hause könnt. Und noch einmal, sie wollen auch nach Hause. Und dieser Gedanke, die würde noch 100 Jahre in den sozialen Hängematten unserer Gesellschaft leben, der ist albern. Das sind Fleißige, das sind Wissbegierige, das sind neugierige junge Menschen, die einfach ein Stück von Leben haben wollen. Und wir sollten es ihnen nicht nehmen. Herr Albig, Sie sprachen von Afghanistan als ein Land, wo Krieg herrscht, wo Terror herrscht, wo die Menschen einfach so auf ihrem normalen Weg in eine Bombe reinlaufen. Sie haben mir am Anfang die Frage nicht beantwortet, wen es betrifft, wen diese Regelung betrifft. Und ich mag mich jetzt mal meiner Recherche bedienen. Straftäter und Gefährder sind bei Ihrer Regelung ausgeschlossen. Jetzt frage ich mich, wo doch die Würde des Menschen unantastbar ist, nach Grundgesetz Absatz 1, Artikel 1. Wieso können wir dann Straftäter in ein solches Land zurückschicken,
wo sie sicher in den Tod laufen, wo sie sicher gegen eine Bombe laufen. Entweder haben wir die Situation, dass das Land dann doch nicht ganz so unsicher ist, oder wir schicken solche Menschen absichtlich in den Tod. Da frage ich mich, hat das wirklich viel mit Würde und Humanität zu tun? Gut, Sie argumentieren jetzt, indem Sie sich beide Positionen zu eigen machen. Eben war Ihnen das zu viel, was ich gemacht habe, jetzt ist Ihnen zu wenig. Sie müssten sich in der Debatte entscheiden, welche Position dann Ihre ist. Wenn ich Ihrer Argumentation folgen sollte, dann sage ich ja, für die, die gegen unsere Regeln verstoßen, da gilt auch nicht mein humanitärer Schutz, jedenfalls nicht in der Allgemeinheit, dass ich mir das nicht anschaue. Was ich aber tun werde, immer, niemals einen Straftäter zurückschicken in kein Land der Welt, in dem die Todesstrafe auf ihn wartet. Niemals einen Straftäter ohne Einzelfallprüfung zurückzuschicken, ob es da noch besondere Hinderungsgründe gibt. Aber ja, Menschen, die bei uns hier gegen unsere Regeln verstoßen, haben nicht den gleichen Schutzanspruch wie die 99,9%, die so verhalten, wie ich es erwarte von unserer Zivilgesellschaft. Aber an die es kritisieren, die herzliche Bitte, entscheidet euch, reicht's euch? Ist es euch zu dolle, was ich mache, oder ist es euch zu wenig? Aber ihr könnt mir nicht beides in einer Debatte vorwerfen. Herr Albig, wir hatten hier heute eine Debatte geführt, um der es grundsätzlich viel um humanitäre Grundsätze geht. Um Dinge entscheiden, wie in sich kann man denn über Leben von Menschen entscheiden. Und ich denke, dass als Prinzip in dieser schwierigen Frage es doch sinnvoller ist, allgemein eine individuelle Einzelprüfung anzuwenden, die ja schon gemacht wird, aber die verloren geht, Vertrauen zu schenken in diese Einzelprüfungen, die gemacht werden. Vertrauen zu schenken in unseren Rechtsstaat, den wir haben, und insgesamt ein System beizubehalten, das wir haben, das ja auch funktioniert. Weil ich möchte die Menschen nicht in gute oder schlechte Menschen einteilen. Ich möchte die Flüchtlinge nicht einteilen in Menschen, die es am nötigsten haben und die einfach so hinkommen. Ich weiß, dass niemand hierher kommt, weil er das Sozialsystem ausnutzen will, in Anführungsstrichen. Ich möchte, dass wir den Menschen Schutz gebieten können, die es wirklich am notwendigsten brauchen. Und deshalb denke ich immer noch, dass ein pauschaler Abschiebestopp hierfür nicht die Lösung ist. Vielen Dank für die Debatte. Anspruchsvolles Thema, der Ministerpräsident und Antonia May. Antonia, ich komme einmal kurz zu dir. Du hattest heute diese Kontraposition hier zu vertreten. War das deine eigene Meinung Nein. heute, zu der du gesprochen hast? Auf keinen hast? Fall. Nein, war es nicht. Anspruchsvoll, wenn man mal zu einem Thema sprechen muss, was man selbst eigentlich gar nicht so vertreten würde? Ja, es gibt natürlich mit einer Vorbereitung, sage ich mal, geht es. Aber bei genau so einer Fragestellung ist es schwer. Ja. Wir danken dir, hast du toll gemacht. Vielen Dank an Antonia May. Die Frage möchte ich gerne ins Publikum geben. Dort kann abgestimmt werden, hier im Studio. Und der Ministerpräsident kann dann gleich noch mal so ein Klassenvoting für sich mitnehmen. Ich sage die Frage noch einmal. Soll Schleswig-Holstein sich auf Bundesebene für einen allgemeinen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan einsetzen? Bitte jetzt voten. So, und wir kriegen dann gleich das Ergebnis dort auf den Schirm. Das ist ja ganz spannend. Im Wahlkampf gibt es Feedback irgendwie auf der Straße in den Gesprächen. Hier gibt es mal das Feedback einer ganzen Schulklasse. Die hat auch noch Fragen vorbereitet für Sie, Herr Ministerpräsident. Die kriegen Sie gleich auch noch. Und wir schauen auf das Ergebnis. 65% sagen, ja, das sage ich auch, pro Schleswig-Holstein soll sich für einen Abschiebestopp einsetzen. 35% sagen nein, kein Feedback zu der Debatte, zu der Debattierleistung, aber ja, ein Rückenwind für diese Position. Herr Ministerpräsident, Sie kriegen noch 3 Fragen von unserem Studiopublikum. Die erste kommt von Lars Kiene, 16 Jahre alt, aus Kiel. Ja, guten Tag. Ich würde gerne wissen, ob Sie denken, dass Sie für die Wahl etwas mit dem Amtsinhaberbonus erreichen können? Ja, ich glaube schon, dass in vielen, vielen Wahlen, jedenfalls der Vergangenheit, diejenigen, die Amtsinhaber waren, immer mit einem kleinen Vorsprung reingehen. Einfach, es ist nicht am Ende eine Aussage über objektive Qualität, das ist ja auch schwer zu beurteilen, sondern hat viel damit Bekanntheit zu tun. Und wenn du 5 Jahre lang Ministerpräsident bist und der Gegenkandidat hat eigentlich gar keine Plattform, dann gibt das in der Vergangenheit, wenn man nicht eine völlig absurde Politik gemacht hat,
empirisch jedenfalls belegt eine Unterstützung. Ich glaube, es gilt auch für Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Ingvar Bente, 17 Jahre alt, aus Kiel. Inwieweit, denken Sie, wirkt sich der Schulz-Effekt auf den Wahlkampf aus, insbesondere im Hinblick auf das Wahlergebnis im Saarland? Naja, ich glaube, das Saarland, das ist so groß wie Duisburg. Das hat jetzt nicht so eine zentrale Auswirkung auf Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. Was sich aber sehr positiv auswirkt, das merken wir sehr gut, dass wir wahnsinnig viele Neuantritte in der SPD haben, so seit Schulz da ist, 13.000. Und das ist etwas, was jenseits dieser Umfragen, von denen ich ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr viel halte, die stimmen fast nie und sieht riesige Abweichungen. Rheinland-Pfalz hatte vor der Wahl einen Vorsprung, also in der letzten Umfrage vor der Wahl noch einen Vorsprung für die Union, die dann auch mit 4,5 Punkten verloren hat. Im Saarland waren die letzten Umfragen Auge auf Auge oder auf Augenhöhe und dann lagen die da Meilen auseinander. Aber in der Motivation des Wahlkampfs selber, in den Teams, merken wir schon, dass diese 13.000, das sind 600-700 in Schleswig-Holstein, uns richtig gut tun. Viele junge Leute, die dazugekommen sind, was wir lange so nicht mehr hatten. Und damit geht man schon mit einer größeren Kraft auf die Straße und so auch in die letzten Meter. Ob das dann tatsächlich das dreht oder in eine Richtung schiebt, das kann man kaum beurteilen. Wir wissen, dass die letzten 10 Tage sind für ganz, ganz viele, wir haben fast ein Viertel der Leute, die sagen, sind noch unentschieden. Und was in den letzten 10 Tagen passiert, ist für sie dann maßgebend dafür, wie sie sich entscheiden. Das ist für jemanden, der 5 Jahre meint, ordentliche Politik zu machen, natürlich ärgerlich, dass auf einmal die letzten 10 Tage entscheidend sind. Aber das ist halt so und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber es mit einer motivierten Partei zu tun, die sagt, ja, wir sind ganz gut davor, ist mal alle mal besser, als es mit einer demotivierten zu tun. Als wir 19% hatten, mussten wir auch irgendwie Wahlkampf machen und das hat ein bisschen die Stimmung gedrückt. So, das tut es jetzt im Augenblick nicht. Wir hatten neulich ein Sommerfest, da kamen über 1.000 Leute und wir hätten uns in normalen Zeiten über 200 schon bannig gefreut und jetzt waren da 1.000. So, und jetzt mal gucken, ob man das rüberkriegt, dass die Leute, bin der festen Überzeugung, Wähler wählen, die gewählt werden wollen. Und das merken Wähler auch. Und wenn du rausgehst und irgendwie so miese Petri-Tüte gegen guckst, dann sagst du auch, den will ich lieber nicht wählen. Und wenn du eine Partei erlebst, die ein bisschen kräftiger, selbstbewusst, nicht arrogant, aber selbstbewusst ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gerade der Unentschlossenen, dass sie da ihr Kreuz machen, glaube ich, größer. Eine Frage haben wir noch, die kommt von Alexandra Thomsen, 17 Jahre alt, aus Bredenbeek. Guten Tag, ich wüsste gerne, mit welchen Parteien Sie und die SPD sich eine Koalition vorstellen könnten. Ich habe ja eine Koalition und für die werbe ich auch sehr, also mit Grün und SSW. Wir haben ja eine Besonderheit in Schleswig-Holstein, dass wir mit dem SSW, also der Partei der dänischen Minderheit, eine Gruppe haben, die von der 5%-Hürde befreit ist, also auch mit 3,5, 4 oder 4,5% in den Landtag kommt. Und das sollte reichen für die Koalitionsbildung. Und das ist die Koalition, für die wir sehr aktiv alle drei Parteien eintreten, auch im Wahlkampf. Alle Spitzenkandidaten wollen sie fortsetzen. Darüber hinaus gilt aber immer, dass demokratische Parteien mit demokratischen Parteien koalieren müssen. Wenn sie das von vornherein ausschließen und sagen, jemand, der demokratischen Regeln entspricht, mit dem mache ich gar nichts, dann stellen wir ja am Ende des Tages, wenn der Wähler nur das ermöglicht, immer wieder das Wahlergebnis in Frage. Und ich kann ja nicht so lange wählen lassen, bis Sie so freundlich sind, ein Wahlergebnis zu bringen, das meinen Präferenzen entspricht. Das gehört zur Demokratie auch dazu, dass ich Kompromisse schließe. Aber ich habe eine klare Wahlaussage. Ich will stärkste Partei werden und ich will dann mit den beiden Partnern fortsetzen. Herr Albig, eine Frage gibt es noch von mir. Und da gibt es 60 Sekunden Zeit für Sie. Ein paar Tage sind es ja noch bis zur Wahl, um noch einmal zu werben. 60 Sekunden für folgende Frage. Warum soll man am 7. Mai die SPD wählen? Weil wir die Partei sind, die für Schleswig-Holstein das stimmigste Konzept hat, wie es in diesem Land im Bereich von mehr Gerechtigkeit und im Bereich von mehr Modernität vorangeht. Wir haben in den letzten 5 Jahren gezeigt, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Bildungsgerechtigkeit, keine dämlichen Schuldebatten mehr, sondern mehr Lehrerinnen und Lehrer an die Schule. Bildungsgerechtigkeit im Bereich von Krippe, dass wir anfangen, viel zu teure Gebühren endlich abzuschaffen, dass wir 10.000 Krippenplätze mehr gebaut haben. Bildungsgerechtigkeit an den Hochschulen, dass wir sie endlich anfangen wieder zu sanieren, aber auch uns bei der Modernität anschauen, wie können wir eigentlich Nummer-1-Land werden beim Glasfaserausbau. Und wir sind Nummer-1-Land geworden in den letzten 5 Jahren im Bereich von Glasfaser. Also auch das Land zu entwickeln in den Bereichen, die für auch die junge Generation von Bedeutung ist. Das sind eben nicht nur, aber auch Azubi-Wohnheime, Studentenwohnheime oder
Tickets für den Nahverkehr, sondern auch die Frage, wo arbeite ich eigentlich in Zukunft? Und dafür haben wir das stimmigste Konzept. Dafür sind wir diejenigen, die belegt haben die letzten 5 Jahre, dass das, was wir versprochen haben, Punkt für Punkt eingehalten wurde. Und damit gehen wir jetzt auch in diese Wahl und in die Auseinandersetzung mit dem Wettbewerb. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Katalog, den wir da haben. Und deswegen werben wir sehr für die Stimme für die SPD am 7. Mai. Und jeder muss wählen gehen, wenn er nicht will, dass die Rechten auf einmal sich in Parlamenten wiederfinden. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer heutigen Veranstaltung angekommen. Das große Finale mit dem Amtsinhaber, das war Jugenddebattiert mit Spitzenpolitik zur Landtagswahl 2017 im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Wer sich weiter informieren will, der nutzt ein anderes Angebot des Landesbeauftragten für politische Bildung, nämlich den Wahlomat. Der Link wird jetzt eingeblendet. Ich möchte mich bedanken bei allen Politikerinnen und Politikern, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, bei den Landessiegerinnen und Landessiegern von Jugend debattiert und ganz wichtig für alle, geht am 7. Mai zur Wahl. Vielen Dank, schönen Abend und tschüss.